Gut, wir beschäftigen uns heute, bevor wir mit Taschenrechnern und umfangreichen Statistikrechnungen weitermachen, mit dem Thema der Überschlag bzw. das Überschlagen. Und ich habe den Satz nochmal hingeschrieben. Das Überschlagen bedeutet, in Anführungsstrichen, mal einfach so schätzen, was rauskommen muss. Wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe habe, die da heißt 1,8 mal 2,1 und ich fürchte mich vor den Kommata und sage, ach Mensch, das ist mir eigentlich ein bisschen zu schwer. Ich tippe das einfach jetzt mal ein in den Taschenrechner. Und ich vertippe mich beim Komma und sage nur, ja, so schlimm wird es nicht sein. Dann mache ich Folgendes. Dann sage ich mir, ich überschlage. Ich sage, das mache ich zu 2. Und das mache ich auch wieder zu 2. Und das ist 4. Also wenn hier irgendwas rauskommt, was so ähnlich um 3,89 oder sonst wie heißen mag, und ich hätte 38,9 rausbekommen. Übrigens, das stimmt jetzt nicht. Ich habe das jetzt einfach bloß so angenommen. Dann weiß ich, das Komma ist falsch. Ich habe mich vertippt. Ich muss das Komma hier hinsetzen. Anderes Beispiel. Ich erkläre es jetzt und dann machen wir dazu Übungen. Anderes Beispiel. Ein Schüler sagte 2730 mal 4. Bevor ich das ausrechne, sage ich, das ist rund 3000 mal 4. Das heißt, hier muss um die 12.000 was rauskommen. So ungefähr wird es sein. Also, das ist ungefähr 3000 mal 4. Und da es ein bisschen weniger ist, muss hier irgendwas um die 11.000 noch was rauskommen. Nächstes Beispiel. Wenn ich das jetzt auch nochmal annehme. 123 geteilt durch 3. Und ich tippe das in den Taschenrechner ein und vertippe mich und ich kriege 4,1 raus. Dann kann da was nicht stimmen. Was steckt denn hier drin? 120 durch 3. Da muss irgendwas um die 40 rauskommen. Also ist das Komma hier falsch. Muss ich das hier als 41 werten, was ich da eingetippt habe. Solche Dinge, die passieren uns also nicht, solche Fehler, wie ich das eben gesagt habe, wenn ich überschlage. Noch was anderes. Wenn ich zum Beispiel sage, 123 mal 87 und ich möchte ungefähr wissen, was rauskommt, rund, dann sage ich dazu 100 und dazu auch 100. Es muss ungefähr etwas um die 10.000 herauskommen, was ich hier auch eintippe. Jetzt kommt das Schöne beim Runden, aber auch die Gefahr, dass das zu 100 abgerundet wird, ist mir klar. Jetzt fehlt ja von der 123 etwas, wenn ich die zur 100 mache. Anders, hier muss ich aufrunden. Wenn ich aber sage, hier fehlen mir 23 und hier fehlen 13, um auf 100 zu kommen, dann habe ich praktisch diesen Kram wieder ausgeglichen. Wir können jetzt mal Folgendes machen, das werden wir auch gleich mal ausrechnen und werden sehen, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man schön rundet. Und ich komme dann auch gleich drauf, weshalb wir gestern zum Beispiel bei unserem Tortendiagramm 361 statt 360 Grad rausbekommen haben. Das kam nämlich auch durchs Runden. Ich tippe das mal schnell ein. So, und siehe da, 10.701. Na, das passt. 123 mal 87. Hier habe ich ein bisschen aufgeschlagen, um auf 100 zu kommen. Und hier habe ich ein Stück runtergenommen. Und dieses, naja, so mal runden, das hat sich hier schön ausgeglichen. Machen wir das Ganze aber mal mit folgendem Beispiel. Wenn ich sage, 123 mal 123 mache ich jetzt zu 100 mal 100. Also es muss irgendwas um die 10.000 rauskommen. Schnell mal eingetippt, 123. Dann habe ich hier aber in Wahrheit rausbekommen 15.129. Das ist schon drastisch mehr. Und da sieht man, dass das Runden zwar eine schicke Sache ist, aber auch nicht immer gut. Wie könnte ich hier besser runden, damit mein gerundetes Ergebnis besser ist? Was müsste ich jetzt lieber nehmen? Sehr schön. Wir nehmen in diesem Fall 120 mal 120. Das geht nämlich besser. Warum? 12 mal 12 ist 144. Und wenn ich jetzt sage, 12 mal 12 ist 144, dann brauche ich noch eine und noch eine 0 hinten dran.
hier ist das Tausender Trennzeichen und dann sehe ich, aha, ich bin wesentlich näher an dem Ergebnis. Also nutzen wir doch solche Rechenvorteile wie 12x12 oder 13x13 oder. Nutzen wir sowas einfach aus und nehmen das zum Runden, damit wir besser an das Ergebnis rankommen. Gut, ich mache jetzt erstmal Pause. Wir werden noch mal kurz drüber diskutieren oder Fragen beantworten. Und dann machen wir dazu Übungen. Einfach Rundungsübung. Nochmal, das Überschlagen ist nichts weiter als so hinzurunden, dass es bequem im Kopf zu rechnen ist, dass man weiß, was raus oder schätzt, was rauskommen muss. Wir hatten uns hier schon mal rangewagt an unsere gestrigen umständlichen Berechnungen hier mit 30,2% und so weiter. Wir haben hier zum Beispiel die Brüche mal so angepasst, dass wir so nah wie möglich an diese 0,3 rankommen oder ne, 0,3 oder an diese 0,22 rankommen und so weiter. Wie das funktioniert, das werden wir jetzt gleich mal wieder in dem anderen, na, wo ist er? Halt, das war der falsche. In dem anderen Video machen. Moment. Na komm. So, da sind wir. Und zwar, also, dran denken. Nicht nur einfach so abrunden, sondern immer versuchen, so wie hier im ersten Beispiel, wenn ich hier abrunde, dann hier entsprechend aufzurunden. Wenn es nicht geht, dann etwas gröber zu runden, Rechenvorteile nutzen und so weiter. Wir machen das jetzt mal wie folgt. Wir versuchen mal überschlägig rauszukriegen, wie viel sind 3 21stel, 5 31stel, 11 20stel. Das so schnell wie möglich, ich muss es ja so machen, gerundet darstellen, dass man im Kopf ganz schnell eine Kommazahl rauskriegt, die unserem Ergebnis so nah wie möglich kommt. Überlegen wir mal. Richtig, im ersten, da sagen wir nicht, wir kürzen und haben ein Siebtel, weil mit Siebtel kommen wir überhaupt nicht schön auf Hundertstel hier unten, sondern wir sagen einfach, das sind rund 3 Zwanzigstel. 3 Zwanzigstel haben einen riesen Vorteil, wenn ich mit 5 erweitere, sieht das nämlich dann so aus, dann sage ich 3 mal 5 sind 15, Hundertstel, ne? 20 mal 5, 100. Und 15 Hundertstel, das ist leicht, das ist 0,15. Ganz schnell. Die nächsten Zahlen, ich mache mal Pause und dann sehen wir uns wieder. Genau, jetzt haben wir aus 5 31stel sicherheitshalber 5 30stel gemacht. Ausreichend genau. Nebenbei, wir hatten ja hier gesagt, das sind 0,15. Ich habe hier 3 21stel mit dem Taschenrechner, deswegen habe ich TR rübergeschrieben. Ausgerechnet, das ist 0,142857, tralala, hoppsasa. So geht das immer weiter. Da sieht man, man ist mit 0,15 gar nicht so schlecht bedient. Ne? Natürlich, das gerundet ergebe 0,14. Aber 0,143, wenn ich jetzt auf die drei Stellen runde, okay. 5 30stel. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Eins besteht darin, wie komme ich hier so schnell wie möglich auf irgendwelche Hundertstel? Wer hat einen Vorschlag, wie oder Zehntel oder weiß der Kuckuck was? Wie kommt man hier so glatt wie möglich und schnell wie möglich auf irgendwelche glatten Werte, die man gut rechnen kann? Denn wenn ich es kürze, liege ich bei 1 Sechstel. Bevor wir das machen, kam noch ein anderer Vorschlag. Wir machen das mal, ich zeig's mal. Wir sagen, das sind rund 5 25stel. Und 5 25stel mit 4 erweitert, das sind dann 0,2. Wie kommt man aber mit den 5 30stel noch weiter? Nebenbei, ich erinnere noch mal an was, und zwar 1 durch 3 ist 0,3 Periode 3. 1 durch 6, mal so hingeschrieben, 1 durch 6 ist, geht nicht, 10 durch 6 ist 1, abgezogen, 40 durch 6 ist 6, 6 mal 6 ist 36, bleibt wieder eine 4 übrig, 0,16 Periode 6. Wenn man sich das mal merkt, 0,3 Periode 3 und daraus die Hälfte ist 0,16 Periode 6, dann wäre man mit 5 30stel nicht schlecht bedient. Wenn man das weiß, wenn man es nicht weiß, wie kommen wir jetzt so schnell wie möglich dahin? Mit 0,2 sind wir auch nicht weit davon entfernt. Aber 5 30stel, hat jemand noch eine Idee? Jetzt kam ein genialer Vorschlag. Wir sagen nicht 5 31stel, wir sagen ganz einfach 5 33stel dazu. Welchen Vorteil haben wir, wenn wir das mal mit 3 erweitern? Dann sieht das so aus, das sind
15, 99. Und bei 99. sagen wir, ach komm, da machen wir rund 100 draus. Und das ergäbe nämlich dann 0,15. Wie gesagt, 5 31. als 0,15 aufgefasst. Liegt aber der Zahl 0,16 Periode 6 wesentlich näher als 0,2. Einverstanden? Ist ein Trick. Dreimal um die Ecke gedocht und schon haben wir Trick 18. Super. Prima. Jetzt gibt es zwei Vorschläge. Wir sagen, das ist rund 10 Zwanzigstel, was ja ein Halb ist. Oder 11 22. ist auch ein Halb. Hier gekürzt, Nullen weggestrichen, bleibt ein Halb, hier bleibt ein Halb. Also beides gleich gute Vorschläge. Ich tippe mal ganz schnell ein. 11 durch 20 ist dann wirklich 0,55. Also nicht 0,5, sondern 0,55. Ich zeige es nochmal. Dann ist 11 Zwanzigstel mit dem Taschenrechner 0,55. Und das ist dem Halben schön nahe und ohne großen Aufwand. Prima. Ich halte jetzt das Video mal an. Falls noch Fragen sind, erstmal kurz Pause und dann machen wir gegebenenfalls im nächsten Video dann hier mit dem Verweis weiter. Gibt es jetzt erstmal Fragen? So, hier gab es erstens, es gab zwei Vorschläge. Und der zweite Vorschlag, ich gehe gleich drauf ein. 5 31 mit dem Taschenrechner wäre 0,1612 und so weiter. Also, sind wir mit 0,15 nicht weit weg. Jetzt habe ich sag gerne mal, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Mensch, verdammt nochmal. Ich schreibe das nochmal hin. Ich bin ein dämlicher Mensch. 11 Zwanzigstel. Warum soll ich denn hier groß rumfummeln? Wenn ich das gleich mit 5 erweitere, dann habe ich doch 55 Hundertstel und brauche gar nicht erst zu runden. Das war blöd von mir. Ich bitte um Verzeihung. Der Klasse gegenüber und an alle Zuschauenden. Das war richtig schön blöde. Gut, wir schließen jetzt erstmal an dieser Stelle das Video ab. Das geht dann mit dem Verweis weiter. Wie gefällt euch das Runden? Wie geht's? Mir auch.